Von Mitte der 1990er bis Anfang der 2000er Jahre hält ein unbekannter Serientäter Bochum und Umgebung in Atem. Der Mann überfällt und vergewaltigt mindestens 22 Frauen. Polizeihauptkommissar Ralf Brüggemann von der Kripo Bochum kennt diesen Fall wie kein anderer. Jahrelang hat er mit seinem Ermittlungsteam den Täter gejagt. Solche Fälle erlebt man in einer polizeilichen Laufbahn nur ganz selten. Ich bin ganz lange mit diesem Fall beschäftigt. Und von daher ist das große Ziel, den Fall aufzuklären, ja noch nicht erreicht. Und deswegen ist das was ganz Besonderes. Was zu einer unheimlichen Serie werden wird, beginnt Anfang 1994 in der Kleinstadt Sprockhövel, rund 20 Kilometer von Bochum entfernt. Es ist Freitag, der 7. Januar. Kurz nach 13 Uhr befindet sich ein 12-jähriges Mädchen auf dem Heimweg von der Schule. Sie nutzt dafür einen Grünbereich zwischen zwei Hauptstraßen. Dabei wird sie beobachtet. Aufgrund des Spurenmaterials können wir sicher davon ausgehen, dass es der Täter war, der sich dann später bis nach Bochum vorgearbeitet hat. Der Mann bedroht die 12-Jährige mit einem Messer, um dann sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Noch ahnt niemand, dass es sich um einen Serientäter handelt. Wir gehen tatsächlich davon aus, dass seit 1994 mit Ende 1997 es insgesamt 7 Straftaten hier gegeben hat. Nicht jede Straftat wurde vollendet. Wir sprechen auch von Versuchsstraftaten. Aber in einem Umkreis von 800 Metern hat es hier tatsächlich eine Vielzahl von Straftaten gegeben, vermutlich durch unseren Täter. Für die Ermittler um Ralf Brüggemann steht eine Frage im Fokus. Warum schlägt der Täter immer wieder genau hier zu? Was verbindet ihn mit dem Ort Sprockhövel? Eigentlich müsste der Täter hier irgendwo seinen Ankerpunkt gehabt haben. Dieser Ankerpunkt kann eine Familie, das kann ein Wohnort, das kann ein guter Freund gewesen sein, das kann aber auch die Schule oder auch die Kirche gewesen sein. Diesen Ort sucht sich eigentlich kein Täter freiwillig aus. Hier muss er sich in irgendeiner Weise wohlgefühlt haben bei seiner Tatbegehung. Für ihn ein sicherer Ort. Am 26. September 1994 befindet sich dann eine 44-Jährige, ebenfalls in Sprockhövel, auf dem Heimweg, als der Täter gegen 20.45 Uhr über sie herfällt. Mit Hilfe dieses Opfers gelingt es erstmals, ein Phantombild des unmaskierten Mannes zu erstellen. Doch in den nächsten Monaten und Jahren folgen immer wieder neue Phantombilder. Man muss einfach immer bedenken, das sind Montagebilder, die von den Frauen unter schwierigsten Situationen in ihrer Erinnerung erarbeitet worden sind. Von daher gibt es da Differenzierung. Folgende Einzelheiten zum Täter werden bekannt. Mitte der 1990er Jahre ist er 20 bis 39 Jahre alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Er trägt einen Oberlippenbart und spricht Ruhrgebietsdialekt. Außerdem wird er als eher unauffällig beschrieben. Es wurden immer allein unterwegs befindliche Frauen angegangen von diesem Täter. In der Regel waren die Frauen zwischen 20 und 30 Jahre alt. Der Täter hat sehr viel Wert darauf gelegt, eben im Bereich von öffentlichen Haltestellen und U-Bahn-Haltestellen etc. den Erstkontakt mit den Frauen aufzunehmen. Das heißt also, er hat an diesen Stellen, wo er am ehesten annehmen konnte, dass sich dort Frauen aufhalten werden, die Tat vorher ausbaldowert. Zum anderen hat der Täter immer ein Messer dabei geführt. Mit der 7. Tat schlägt der Unbekannte dann erstmals im Umfeld der Universität Bochum zu. Am 23. Juni 1996 überfällt er hier gegen 4.30 Uhr morgens eine 25-jährige Kellnerin. Das weitläufige, stark bewaldete Gelände rund um die Uni wird der Mann in den nächsten Jahren immer wieder für seine Taten nutzen. Wir sind hier jetzt im Lehrholzwäldchen. Das ist ein Wald, der zwischen dem Unicenter und den angrenzenden Studentenwohnheimen sich befindet. Wir haben hier Wege, die beleuchtet sind und die zu den Studentenwohnheimen führen. Aber die Frauen, die betroffen sind oder die den Weg gehen, die nutzen vielfach diese Trampelpfade, auf dem ich jetzt gerade hier befinde. Hier gibt es kein Licht. Hier gibt es Bäume, hinter denen ein Täter unbemerkt hervortreten kann und die Frauen auf diese Art und Weise überraschen kann. Ab 1997 tritt der Mann, der in der Presse inzwischen Uni-Phantom genannt wird, immer häufiger in Erscheinung. Zwischen Mai und November kommt es zu 5 weiteren Taten, bis die Serie nach dem 14. Verbrechen im November 1997 plötzlich abreißt. 3 Jahre lang gibt es keine Spur von dem Mann. Ob der Täter seine Angriffe auf junge Frauen damals wirklich vorübergehend eingestellt hat, ist für Ralf Brüggemann aus heutiger Sicht zweifelhaft. Die polizeilichen Ermittlungen stützen sich auf tatsächliche Anzeigenerstattung. In solchen Fällen, gerade bei Sexualdelikten, haben wir ein riesiges Dunkelfeld.
Von daher nicht bei jedem Sachverhalt und nicht bei jedem Versuch sieht der Bürger die Erforderlichkeit, das der Polizei in irgendeiner Weise mitzuteilen. Und so denken wir, dass es in diesem Fall auch gewesen ist, dass es also ganz viele, vielleicht auch unerkannt gebliebene Versuche gegeben hat, wo der Täter einfach die Tat abgebrochen hat, bevor er die Frau angegriffen hat, dass es da eben Tathandlungen gibt von dem Täter, die wir nicht als Tat uns ja bekannt gegeben bekommen haben. Ab Juni 2000 ist der Sexualtäter dann auf jeden Fall wieder aktiv. Zunächst in Dortmund, dann auch erneut rund um das Unigelände Bochum. Belegt wird das durch DNA-Spuren, die an den Tatorten zurückbleiben. Die Polizei hofft, den Täter über Freunde oder seine Familie zu ermitteln. Vielleicht hat er irgendjemandem gegenüber Andeutungen gemacht. Zum anderen war der Täter in der Notwendigkeit, ja auch persönlich sich aus seinem persönlichen Umfeld immer wieder zu entfernen und über eine gewisse Zeit, und das können Stunden gewesen sein, quasi ohne Erklärung abwesend gewesen zu sein. Wenn man aus der Familie geht und man sagt, man ist nicht in 2 Stunden wieder da, der Täter muss stundenlang baldowert haben, um mögliche Opfer, potenzielle Opfer zu finden. Noch immer scheint es, dass der Mann seine Opfer primär an Bus- oder Bahnhaltestellen aussucht und ihnen dann auf ihrem nächtlichen Weg folgt, bevor er sie attackiert. Und immer noch geht der Unbekannte dabei äußerst brutal vor. Es ging tatsächlich um Lebensängste, die diese Frauen entwickelt haben. Man muss sich vorstellen, dass der Täter teilweise 15 bis eine Stunde, 60 Minuten lang die Frauen in ihrer Gewalt hatte. Und die Frauen also ohnmächtig waren, sich zu wehren. Das hing nachher mit den Methoden zusammen, dass er nämlich die Frauen gefesselt hat oder eben, dass er die Gewalt und die Drohung der Gewalt so hochhalten konnte, indem er sie mit einem Messerklinge an den Hals also tatsächlich so beeinflussen konnte, dass sie sich willenlos und quasi so ergeben haben, dass sie nur noch lebend aus dieser Situation heraus wollten. Mit jeder neuen Tat intensiviert die Kripo Bochum ihre Ermittlungsarbeit. Vor allem in den Jahren 2000 und 2002 tritt der Täter wieder regelmäßig auf. Die Ermittlungskommission Messer unter Kommissar Ralf Brüggemann arbeitet bis zur Erschöpfung. Es war ein Spurenaufkommen von fast 10.000 Spuren zu bearbeiten. Und das geht mal eben nicht von jetzt auf gleich. Auf der anderen Seite haben wir die Ermittlungen dahingehend unterstützt, dass wir also operativ, das heißt durch verdeckte Maßnahmen, Gegenobservation, Lockvogeleinsätze versucht, den Täter habhaft zu werden. Das Waldgebiet rund um die Uni Bochum wird zeitweise mit Wärmebildtechnik überwacht. Bis zu 100 Beamte der Schutzpolizei sind nachts in dem Gelände unterwegs. Sogar ein Geoprofiler von Scotland Yard wird hinzugezogen, um das Bewegungsprofil des Sexualtäters zu analysieren. Etliche Male wird die DNA des Täters mit der von Männern aus dem tatrelevanten Umfeld verglichen. Letztlich ohne Erfolg. Um den Druck auf das Uni-Phantom zu erhöhen, wird der Fall dann am 17. Januar 2003 in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst einem Millionenpublikum vorgestellt. Sie haben Angst vor einem Serienvergewaltiger, der seit mittlerweile 9 Jahren sein Unwesen treibt. Es hat wieder ganz viele Hinweise gegeben, wie häufig in solchen Fällen. Diese Hinweise sind leider sehr weit gefächert. Von können wir gar nichts mit anfangen bis hin, es geht noch mal in die richtige Richtung und ist ein Ermittlungsansatz. Aber leider haben wir nicht den richtigen Hinweis bekommen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Täter möglicherweise bereits zum letzten Mal in Erscheinung getreten. In der Nacht zum 1. Dezember 2002 wird in der Nähe des Bahnhofs Bochum-Langendreher eine 23-jährige Studentin überfallen. Die junge Frau wehrt sich allerdings erfolgreich. Häufiger musste das Uni-Phantom wegen starker Gegenwehr von seinen Opfern ablassen. Hat dieser Umstand den Mann bis heute von weiteren Taten abgehalten? Für Ralf Brüggemann nur eine Theorie von mehreren. Kann aber auch sein, dass der Täter durch die polizeilichen Ermittlungen abgeschreckt worden ist. Es ist sehr offen darüber berichtet worden, was hier geschehen ist. Zum anderen gibt es dann noch im privaten Bereich des Täters verschiedene Möglichkeiten, die ihn dazu bewogen haben, eben nicht diese Taten mehr zu begehen. Das kann eine feste Beziehung gewesen sein, das kann eine ernsthafte Erkrankung gewesen sein. Das können aber auch weitere Gründe gewesen sein, die man jetzt auch nach der langen Zeit immer noch nicht weiter lokalisieren kann, um zu sagen, das wird der Grund gewesen sein, wieso, weshalb, warum wir keine neuen Taten seit 2002 von diesem Täter haben. Fast 18 Jahre ist es mittlerweile her, seitdem der Täter nachweislich zum letzten Mal aktiv war. Aber noch immer gehen bei der Kripo Bochum vereinzelte Hinweise auf den Mann ein, der zwischen 1994 und 2002 22 Frauen überfallen hat.
Das Strafgesetzbuch kennt gewisse Verjährungsfristen. Bei Vergewaltigungsverbrechenstatbeständen spricht man von 20 Jahren. Es tritt tatsächlich die Verjährung ein, aber eine Verjährung kann auch unterbrochen werden. Polizeihauptkommissar Ralf Brüggemann leitet inzwischen die Polizeiwache Langendreher in Bochum. Er betont, jeder Hinweis zum Täter kann auch heute noch wichtig sein. Die Jagd nach dem Uni-Phantom ist der prägendste Fall seiner Laufbahn. Es ist eine Jagd, die noch nicht beendet ist.